Who's that doing the music? The ice cream truck. Ah, okay. Heute haben wir ein bisschen mehr Glück mit dem Wetter. Zumindest sieht man heute mal ein bisschen Chrom blitzen und wir haben einen Grund, um eine Sonnenbrille aufzusetzen. Stopp, stopp, das war's noch nicht. Scheiße, Mann. Unsere Reise neigt sich dem Ende entgegen. Wir haben jetzt nur noch einen Tag. Heute ist so ein kleines Swap-Meet in Long Beach. Und wir dachten, wir nehmen euch ein bisschen mit. Wir werden gar nicht so viel erzählen, aber wir wollen euch so ein bisschen die Eindrücke mitgeben. Wir schauen uns einfach mal an, was hier so rumsteht. So, jetzt haben wir was hier gefunden, was wirklich selten zu sehen ist und auch echt cool aussieht. Wenn wir uns die Front anschauen, würden wir denken, wir haben hier einen Lincoln Zephyr. Den kennen manche auch schon. Die kam mit 12-Zylinder-Motoren. Das ist aber nur die Front und das ist ein Ford. Und wenn wir uns hier ein bisschen rüber gehen, sehen wir, dass die Hälfte des Autos aus Holz gebaut ist. Damals zu Kriegszeiten, ich meine, das war noch vor dem Krieg, aber auch da waren schon Ressourcen knapp und dann wurde das umgebaut. Komplett die Türen. Der ganze hintere Teil, das ist alles aus Holz gebaut. Wir haben gerade erfahren, der Vorbesitzer war ein plastischer Chirurg, der angeblich, ob das stimmt, wissen wir immer nicht, der angeblich 200.000 Dollar hier reingesteckt hat, damit er das Auto so aufarbeiten lassen konnte. Das ist unglaublich viel Geld, das kriegt er wahrscheinlich nie wieder raus. Aber sowas sieht man sehr selten. Wir haben auch erfahren, dass 37 das erste Jahr ist, wo es Slide Windows gab. Also sozusagen, wo man hinten die Türen auch zur Seite aufschieben konnte. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Sehr selten, dass man sowas hier wirklich so auf einer Show sieht. Hat auf jeden Fall eine coole Geschichte. So, was soll ich dazu sagen? Das ist der Grund, warum ich auch ungern mit High-End-Autos handle. Das war jetzt zum Beispiel ein Auto, was ich gesehen habe. Wir haben einen Kunden, der mich schon die ganze Zeit darauf anspricht. Der sucht einen Pickup, Shortbed. Und das war jetzt ein perfektes Auto für meinen Kunden. Das von allen Kriterien her. Das Einzige, was er sucht, ist eine Sitzbank. Der hatte jetzt Einzelsitze, aber das ist gar kein Problem. Aber wenn wir uns jetzt das Ding im Detail anschauen, die Endspitzen, da ist der Spachtel eingedrückt gewesen. Da hätte man wahrscheinlich 3 Zentimeter tief reindrücken können. Unten am Rahmen wurde rumgebrutzelt. Das war halt eine Garagenrestauration. Das war nichts Professionelles. Und das ist halt die Gefahr, die man hat, wenn man solche Autos teilweise auch blind oder durch irgendwelche Agenten in Amerika kauft, dass man dann am Ende irgendwas kauft, wo man total enttäuscht darüber ist. Ne? Auf den Bildern sieht das Ding brutal aus. Wenn ihr euch jetzt das hier angeschaut habt, dann würde man sagen, boah, der mega geile Truck. Aber wenn du wirklich ganz genau hinschaust, super viel Spachtel drauf, rumgebrutzelt und Lack auch schlecht abgeschlossen. Und also eine krasse Enttäuschung. Jetzt fertig mit dem Long Beach Swap Meet. Ich dachte, wir zeigen euch so ein bisschen, was es hier so gibt. Das ist bei weitem nicht so groß wie Pomona, aber es ist dennoch ganz cool. Wir haben aber jetzt vielleicht noch 2 Autos, die wir uns anschauen wollen. Deswegen müssen wir uns jetzt langsam hier auf den Weg machen.
So, wir sind jetzt hier bei einem Händler, wo ich kurz angehalten bin und der netterweise am Sonntag hier auch noch rausgekommen ist. Hier haben wir einen 500 SEC. Wird in Deutschland immer populärer und da halten wir immer die Augen offen. Wir schauen mal, wie das hier aussieht und wie das hier ausgeht. Der Aufkleber ist von 2010, das heißt, wenn wir dem Aufkleber Glauben schenken dürfen, dann ist er seit 9 Jahren abgemeldet. Das verrät ungefähr, in was für einem technischen und Pflegezustand er sich befindet. Ne? Also das hier ist einmal ganz großer Service auf jeden Fall. Auch hier das Leder ist ganz brüchig und hart. Aber das hat halt immer einen Vorteil, ne? Wenn die Autos hier so in der Sonne standen, die haben zu 90% keinen Rost oder wenig Rost. Was auch spannend zu sehen ist, wenn wir uns die Seite hier anschauen, ist die komplett stumpf. Also wir müssen das mal wirklich ordentlich aufpolieren, mal gucken, ob das zu retten ist. Der hat mir gerade erklärt, der Wagen stand so immer zur Sonnenseite und deswegen ist die Seite hier so stark angegriffen, während die andere Seite auf jeden Fall noch deutlich besser aussieht. Das wäre vielleicht gar nicht so ein verkehrtes Auto, um den einfach mitzunehmen, um den Container zu füllen. So, dann ist immer die Verschiffungsrate ein bisschen günstiger und wir haben noch was Zusätzliches mit dabei. Wir starten ihn jetzt mal und schauen, wie er dann läuft. So, wir sind jetzt fertig hier. Wir haben uns jetzt gerade mit dem Verkäufer geeinigt. Wir kommen morgen nochmal wieder. Die Batterie ist leer und der lässt sie jetzt über Nacht laden. In der Zwischenzeit wird er sich mit dem richtigen Besitzer vom Auto in Verbindung setzen. Wir haben ein Angebot abgegeben, werden sehen, ob er das annimmt. Und wenn ja, dann nehmen wir den auf jeden Fall mit, den SEC 500. Und vielleicht noch einen 560 SEL. Beide zu einem sehr sportlichen Preis, aber es soll ja am Ende auch alles Sinn machen. So können wir auch den guten Preis an unsere Kunden weitergeben. Wir machen uns jetzt auf den Weg weiter. Wir haben nämlich gleich noch das nächste Auto. So, wir sind jetzt hier bei einem Auto, was mir ein Kunde zugeschickt hat. Ein 65er C10. Und der wollte, dass wir so ein bisschen ihm berichten, wie das Auto denn tatsächlich ist. Wir machen jetzt mal hier einen kleinen Walkaround. 210. Knapp 700. 169. Also das sind halt so Lackdicken, die halt so zustande kommen, wenn die Haube ein bisschen verbeult war. Und dann wird die halt nicht ausgebeult, sondern dann wird es halt so ein bisschen mit Spachtel ausgefüllt. Nehmen wir mal die Endspitzen. 1100, das ist schon ein bisschen mehr. 167, haben sie, also 145 ist schon ja super. Da werden die einfach nur die Endspitzen ein bisschen zugespachtelt haben. 600 an den Spitzen, 200 oben, 250. Also hier ist von den Lackdichten ist das wirklich vollkommen in Ordnung für amerikanische Verhältnisse. Da passt das. 500. Also das Fiese an der ganzen Nummer ist, dass sie hier einfach den Rost überlackiert haben. Und das auch in einem sehr, sehr unschönen Weg. Zudem haben die halt hier irgendwann überlackiert und dann hast du hier so einen silbernen Einstieg. Und eigentlich ist das Auto schwarz oder Aubergine oder sowas. Aber das passt halt so nicht zusammen. Das sieht auch nicht so richtig cool aus. Der Sitz sieht super aus, die Instrumente auch. Himmel sieht super aus, Armaturenbrett passt auch. Okay, so der hat jetzt einen Sicherungskasten mit den neueren Sicherungen. Da bist du nicht mehr auf so eine Glassicherung angewiesen. Okay. Ja, das sieht schon ganz okay aus. Das ist ein 350er Motor mit einem 350er Getriebe. MSD-Zündanlage, ein Edelbrock. 600er, 600 CFM, das ist auch in Ordnung, das passt zum Motor und zur Leistung. Der hat Headmans Krümmer, die sind immer ganz cool. Also die haben hier schon so ein bisschen Geld reingesteckt. Bremskraftverstärker macht auch immer Sinn. Also das ist schon ganz cool, das passt. Wir werden den gleich mal starten und uns den mal anhören. Aber wenn ich ehrlich bin, ist das ein ganz schönes Scheißhaus. Okay. Ja. Laufen tut er sehr ruhig, die haben ihn aber auch schon vorgewärmt. Das ist auch so ein typischer Trick von Leuten, die hier versuchen, ein Auto zu verkaufen, wenn ich mir den Kühler anpasse.
ist der nämlich schon kochend warm. Läuft sehr gut, schüttelt sich kaum. Da, der wird also auch keine wilde Cam drin haben, sondern das wird alles sehr mild hier abgestimmt sein. Das passt schon. Wenn wir mal jetzt nach hinten gehen, wenn wir uns das mal anschauen, dann läuft der relativ gleichmäßig. Wir haben hier keine Fehlzündungen oder sowas, das passt schon. Okay, also die haben gesagt, die haben den zwar von Grund auf komplett restauriert, aber wenn wir uns den Rahmen von unten anschauen, sehen wir, der ist weder gestrahlt noch irgendwas, der hat halt wirklich Oberflächenrost. Den Auspuff, der wurde auch irgendwie rangebrutzelt, das ist halt so diese typische Arbeit, die hier so in der Gegend fabriziert wird. Ne? Was man hier positiv erwähnen kann, Reifen und Felgen sind nagelneu, Bremsen sind auch neu gemacht. Optisch sieht er ganz gut aus. Ich würde ihn mit einer Zustandsnote 3- ungefähr bewerten. Hat aber auch noch Rost, der beseitigt werden muss, weil sonst, das ist sonst ein bisschen schade ums Auto. So, ich mache jetzt einfach noch mal ein paar Bilder für den Kunden und noch mal ein kurzes Video, das er vorab schon mal bei WhatsApp von mir bekommt. Wie alle anderen Kunden nämlich auch. Wenn es die Wünsche gibt und wir sind gerade drüben, machen wir immer ungefähr 100, 120 Bilder, 2, 3, 4 Videos von Autos. Und das machen wir jetzt hier genauso und dann schicken wir das dem Kunden rüber und dann werden wir sehen, was der dazu sagt. Aber der kriegt unsere ganz ehrliche Meinung zum Auto. Wir werden dem Kunden das jetzt mal hier alles ein bisschen berichten. Wie gesagt, der hat Rost an den Schwellern, was eigentlich untypisch sein kann, wenn ein Auto gerade frisch restauriert wurde. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass das ein ganz schöner Blender ist. Bei den Übergängen zwischen zwei Blechen kommt auch Rost raus. Das ist ein Driver, das ist eine 3-, die noch Restarbeit braucht. Wir bieten den aber trotzdem bei dem Kunden an. Wir haben jetzt jede Menge Bilder gemacht. Laufen tut er sehr gut. Gefahren haben wir ihn jetzt noch nicht, aber wir könnten ihn jetzt auch hier nicht wegfahren, weil die hier gerade bauen. Das heißt, das ist jetzt eher alles gerade so ein bisschen tricky. Sind wir hier nochmal zum späten Abend. Ich denke mal, es geht hier auch in einer halben Stunde, wird hier die Sonne untergehen. Zum späten Abend schauen wir uns jetzt nochmal eine 84er Corvette an. Die 84er sind nicht so beliebt, weil es der Crossfire Injection Motor ist. Aber wir gucken uns den jetzt trotzdem mal an. Wir machen den auch gleich an und schauen, wie er läuft. Die Farbe ist richtig cool. Die finde ich persönlich auch super. Aber wir müssen mal schauen, ob es sich lohnt, das Ding mit rüberzunehmen oder ob das doch vielleicht ein zu großes Projekt ist. Vorne haben wir eine fette Nase, also so eine dicke Nase habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. So, also hier Stoßstange wurde schon mal nachlackiert, auch nicht so gut. Reifen sehen relativ neu aus, 18, also Reifen sind nagelneu. Oder nicht nagelneu, aber ein Jahr alt. So, schauen wir mal hier fehlt uns für die Abluft eine Verdeckung. Dann sehen wir hier irgendeine dilettantische Kabelei, die hier so ein bisschen rumhängt. Das sieht natürlich auch nicht schön aus. Wird wahrscheinlich hier rein. Hier haben wir einen Widerstand, aber das sieht nicht richtig gut aus. Die Dichtungen, aber das haben wir schon in der letzten Folge erklärt. Die Dichtungen, die gehen halt immer porös. Das ist halt nichts Ungewöhnliches. Was ist hier passiert? Hier ist das irgendwann mal abgerissen. Also das ist hier mit Kleber zugemacht worden. Das sieht natürlich nicht so schick aus. Ja, vom Geruch her geht's. Aber die in der Wüste das letzte Mal, die war schon noch ein Ticken besser. Das Lenkrad ist ja von der Sonne regelrecht zerschmolzen und zer. Also das sieht richtig wild aus, ne? Sitze müssen auf jeden Fall neu gemacht werden. Hier haben wir wahrscheinlich neue Dichtungen, die er bestellt hat. Yeah, I just bought those to replace. Okay, but they're not too bad. No, but they may help with the window tracking.
There seems to be I think it's just because the inner side panel is loose. See that? Yeah, yeah, yeah. Mm. Yeah, it holds the whole window. It's simple stuff, but I just don't have time. Yeah, it's you know, that's something that you have to couple hours by yourself, enough time, no rush, and then you can make that. See, you know, what's going on with it. Yeah. Let me move my car and then I'll start sure, it up. Sure, sure. Yeah, sure. Perfect. Vom Lack her ist das okay, aber wir sehen halt hier auch so unschöne Stellen. Da hat er ja schon mal ein bisschen Feindkontakt gehabt. Hier sogar noch ein bisschen doller. Also hier ist das bis auf das GFK runter. Teppich hinten. Sieht aus wie so ein alter Wohnzimmerteppich aus den 80ern. Gummi hier ist auch natürlich ein bisschen porös. Ja, die Schaftdichtungen, die müssen halt erneuert werden. Aber da haben wir ja schon welche hier zu liegen. Das hier wurde nachlackiert, das ist eigentlich schwarz. Das sieht natürlich dann nicht mehr so gut aus, wenn das hier nachlackiert wird. Mal schauen, wir gucken mal, wie die Probefahrt wird. So, wir haben jetzt gerade eine kurze Probefahrt gemacht. Der Verkäufer wollte mich nicht fahren lassen wegen Versicherungsgründen. Das gibt es hier leider. Wir schauen mal, ob wir uns mit dem Preis einig werden. Aber ich glaube, es wird schwierig und ich glaube, das wird auch nicht das Auto, was wir mitnehmen werden. So, das war's. Wir haben eine Probefahrt gemacht. Das Auto lief echt gut, also ich war echt erstaunt. Aber da war kosmetisch gesehen so schon noch einiges. Ne? Also die Side-Panels, die waren teilweise gebrochen und das Auto war ursprünglich mal schwarz und es wurde echt schlecht nachlackiert. Und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, ich habe ihm nicht mal ein Angebot gemacht, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat. Das Auto nach Deutschland zu holen mit den ganzen Restarbeiten, das hätte auf jeden Fall den Wert überstiegen. Das war also auch wieder nichts. Ja, jetzt bereiten wir uns langsam auf den Abflug vor. Dann so langsam geht's wieder zurück nach Deutschland. So, der letzte Tag ist angebrochen. Wir sind jetzt auch fertig. Wir sind jetzt gerade in Santa Monica und ja, lass uns noch ein bisschen gut gehen. Wir haben 11 Autos insgesamt gekauft. Wir haben 2 Autos, wo es noch nicht ganz sicher ist. Und die beiden Mercedes von gestern, die kommen höchstwahrscheinlich nicht mit. Das ist aber auch nicht schlimm. Wir haben jetzt mehr als genug. Die Autos, die ihr jetzt gesehen habt, werden wir euch nochmal genauer vorstellen, wenn sie dann in Berlin angekommen sind. Dann kriegen die eine Inspektion und dann werden die mal schick gemacht und dann gibt es nochmal ausführliches Material dafür. Wenn euch die Videos von uns gefallen haben, dann abonniert unseren Channel. In Zukunft kommt noch richtig viel cooles Material. Wir machen uns gleich auf den Weg, packen unsere Koffer und dann geht es für uns langsam wieder zurück nach Deutschland. Wir müssen euch zu guter Letzt unseren treuen Wegbegleiter hier präsentieren. Warte, nochmal.
Stopp, stopp, das war's noch nicht Scheiße, Mann. Stopp, stopp, nicht wegschalten. Noch eine Sache müssen wir euch erzählen. Unser treuer Wegbegleiter, über 4500 Kilometer, der sieht aus wie eine Sau, aber der hat einen Carporn verdient.